Der am meisten erwartete Tag der 70. UN-Generalversammlung endete mit einem Kampf der Meinungen zwischen Russland und Amerika. Auch wenn wir den Libyern halfen, die Herrschaft eines Tyrannen zu beenden, hätte unsere Koalition mehr tun können und sollen, um das hinterlassene Vakuum zu füllen. Anstelle von Demokratie und Fortschritt, Gewalt, Armut und soziale Katastrophe. Realisieren Sie überhaupt, was Sie getan haben? Ich glaube, was auf Amerika zutrifft, trifft auf buchstäblich alle erwachsenen Demokratien zu. Wir sind alle unterschiedlich und das sollte respektiert werden. Niemand ist zu einem bestimmten Entwicklungsmodell verpflichtet, das von jemand anderem für das Richtige gehalten wird. Realismus braucht zudem einen geordneten Übergang weg von Assad hin zu einer neuen Führung. Wir denken, es ist ein enormer Fehler, nicht mit der syrischen Regierung und ihren Streitkräften zu kooperieren. Sie kämpfen von Angesicht zu Angesicht mit dem Terrorismus. Die Ukrainer sind mehr denn je daran interessiert, sich an Europa zu orientieren anstelle von Russland. Früher oder später musste diese Konfrontation eine schwere geopolitische Krise auslösen, und das ist genau, was in der Ukraine passiert ist. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Behörden wurde für einen Putsch genutzt, der von außen provoziert wurde.